Moin, 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 herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Wieder mit dabei, der liebe Barock. Kuckuck. Der Schattenwolf 45 alias Jünger. 54 und hallo. Verdammt! Daddy, das liebe Serkene. Na. Raman Rahmador. Auf der Suche, jo. Und Sanitali. Hallo. Zum ersten Mal jetzt im TS dabei. Auch mal. Ja, Yippie. Jetzt auch mal mit Stimme. Ja, endlich. Wurde auch Zeit. Raman reite von da einfach nach Süden. Raus einfach nach Süden, ja. Weil sie hat da ein Riesenfeld angelegt, da ist eine Straße gebaut zur Mine hin. Wenn du das nicht siehst, bist du blind. Da sieht jetzt fast danach aus, okay. Nett. Wolltest du was sagen, Salentina? Ah. Ja, ne, ich wurde nur unterbrochen, da habe ich mir gedacht, ja, lass mal. Wir sind immer nett, das weißt du doch. Jetzt renne ich hier glatt ohne Türen los. Willst du auch mit Türen? Ich habe immer eine Tür in der Tasche. Ja? Ja. Wolf zählt als aggressives Tier, ne? Richtig. Ja. Suchen wir doch mal. Suchst du jetzt echt den Wolf? Hast du einen Todesrund? Wird eh stehen, du konntest keine Spur finden. Das hätte ich mir mal gewünscht, als ich das den Job machen musste. 5 Türen gleichzeitig im Inventar hochschlappen. Und das in den 6. Stock ohne Fahrstuhl. Hey, da hat der Arbeitstag Spaß gemacht. Mhm. Frag mich mal. Du musst nur. Du musst nur zu Fuß in den 6. Stock. Ich musste da Türen hochjagen. Mhm. Naja, man könnte jetzt sagen, wenigstens waren Treppen da, ne? Leitern sind noch schlimmer. Ich hab eine Spur gefunden. Ja, von Kyla wahrscheinlich jetzt. Ja. Ja, die hatte ich jetzt auch gefunden. Ich bin jetzt verwirrt. Jetzt? Ja, ausnahmsweise mal jetzt. Meine Türen sind... Ach, da oben, unter der Kuh. Ich dachte schon, irgendeiner hätte sich jetzt einen Spaß gemacht und mir die Türen aus dem Lagerhaus geklaut. Also ich bereite schon mal für die nächsten Folgen vor, wenn wieder Sommer ist, dass ich am Feld anbauen kann. Ne? Und andere Worte, es wird viele Wildschweine durchgekommen sein. Vorhin hatte ich nur noch 3 Rehe bei mir gehabt. Die habe ich schon tot. Das habe ich mir schon gedacht. Ein Reh. Was? Wo soll das sein? Das war vorhin am Wasser oder warst du da gerade längs gerinnen? Ich bin jetzt gerade am großen Berg. Die haben wieder Fallen geschnappt. Vergesst nicht in die Schule zu gehen. Oh, ich muss noch den Mentor-Status erneuern, dass du es sagst. Nee, momentan hat die Schule keinen Mentor. Warte. Ich renne, ich fliege. Ich bin näher. Ich stehe schon davor. Ich muss erstmal hinlaufen. Ich kann mich auch porten. Wart ihr jetzt in der Schule oder was? Wir warten auf dich.
hab was. Was denn? Wolfsspuren. Oh. Bleibst du mal hier stehen, dann kann ich mein Pferd holen. Natürlich. Kann ich dann mich mal hinterher. Willst du echt einen Wolf jagen, Rama? Ja, darf ich das nicht? Doch. Ich meine, und du weißt, dass die sehr tödlich sind, ne? Die betäuben dich nicht, die killen dich gleich. Ich möchte nur darauf hinweisen. So, wo bist du jetzt? Rechts von dir. Genau. Ah, da. Jetzt sehe ich auch die Fackel. Der Alchemist auf Wolfsjagd, das würde ich ja gern sehen. Er ist halt ein echter Alchemist. Er besorgt sich seine tierischen Komponenten selbst. Hast du das? Spuren auf dem Schnee. Weiß auf weiß. Dann nimm doch mal die Fackel weg. Dann siehst du die, dann leuchten die orange. Jetzt im Moment nicht besser. So, hier gehen sie noch geradeaus. Vielleicht gehen sie hier vorne weiter. Rennt denn da mit vollem Inventar rum? Ja, wer wohl? Wo willst du denn drauf los? Ja, ich schütte die ganze Erde von der Mauer. Ja? Hier gehen die Spuren hoch. Nein, in diese Richtung. Siehst du jetzt auch? Ja. Hörst du wohl auf mich zu schütten? Oder siehst du jetzt nicht mehr, weil du extra daneben gezielt hast? Nein, kann jeder versuchen. Das ist ja weniger. Aber du könntest die Erde auch woanders hinschütten, ne? Wohin denn? Da, wo der Bergfried hinkommt. Ja, dann zeig mir das mal gleich, wo der hin soll. Okay. Mach ich mein Inventar jetzt noch einmal. Jetzt wieder, ja. Sehr schön. Weil um die Mauer ist echt genug Erde, die weg muss. Ich habe die eine Seite noch nicht mal fertig und das ist schon die ganze Platte, die ich hier aufgeschüttet habe. Ja, aber. Jetzt richtig? So, pass auf. Ja. Ja, immer weiter in die Richtung. Manchmal ist das schwer zu erkennen, echt. Ist nämlich relativ viel an Aufschub arbeiten. Man gewöhnt sich dran. Eigentlich ist es erstmal viel Abtragarbeit. Ich habe jetzt extra schon die Kamera sich mal umgestellt. So, hier wollten wir den hinbauen. Welche Höhe? Also ich hätte gesagt auch hier oben. Auf dieses Niveau hier. Alter, was? 41. Ja, da habe ich aber schon Veto gegen eingelegt. Ja, nee, das ist zu viel für so eine große Fläche. Die Yuka sagt so auf die Höhe hier. Siehst du noch was? Ja, ich habe unten irgendwo ein Feld bereits auf Höhe geflättet. Unten? Hier ist nichts geflättet. Doch, ein Stückchen weiter runter. Unten. Auf 33. Wie kommst du denn jetzt auf 33? Ich denke, du wolltest auf 38. Die 38er Fläche hier oben ist. Die ist gut, relativ, ne? Relativ viel Fläche. Ja, und du musst ja auch relativ viel aufschütten, ne? Also, du hast ja viel Erde. Ja, ich meine, es ist schon relativ Fläche auf der gleichen Höhe. Ja, eben. Bietet sich ja an. Und dann kann man nämlich nach hier hin aufschütten mit dem ganzen Scheiß. Gut, dann mache ich die auf 38,9. Dann einmal Kies drauf, ist es auf 39. Ja, das klingt nach dem Plan. Dann hau ich dir die Bäume hier schon mal weg, dass du dich nicht stören beim Flatten. Ja. Dann mache ich erstmal die Mauerseite hier unten flatt, flach. Ja, die kürzeste Strecke erstmal, ne? Ja. Was sollen wir jetzt einfach bei der Mittwochsaufnahme oder Donnerstag? Wir sind Mittwochaufnahme. Gut. Bin schon wieder ganz durcheinander. Ach je. Ja, ich bin beim Fist Friday wieder dran.
Dann schauen wir mal wieder neu. Dieses gottverdammte Unterholz, ne? Jetzt finde ich die Stämme nicht wieder. Und die mitten im Grün sind hier. Ihr habt den Wolf immer noch nicht. Ne, die Spur verloren. Ah! Das sieht gut aus. Mir wird jetzt angezeigt Richtung euren Dorf. Ja, es sieht so aus, als ob du in die Richtung gegangen ist. Ich leg schon mal das Schwert an. Ich sitze fest mit dem Karren im Nacken. Das ist aber schlecht. Wie war bei Befehl? Stuck? Slash Stuck, ja. S-T-U-C-K. Moment, er bewegt sich. So, ich habe hier auch das Unterholz alles weggekloppt, dass du hier Ruhe aufschütten kannst. Sauber. Mal gucken, ob er mich portet. Mit dem Karren im Schlepptau. Der Karren bleibt dann bestimmt stehen. Puh, knapp, aber ich bin rausgekommen. Wir haben hier nämlich auch so eine gefährliche Stelle hinter der Schmiede, wo man gerne mal stecken bleibt. Ja, dann buddel doch mal weg. Silke, ne? Ganz zum Dorf ging die Spur, glaube ich, nicht. Oder die hat sich irgendwo noch mal gedreht. Ne, die geht jetzt zum See. Silke, ne? Die schon wieder nicht mehr. Wenn ihr euch in eine Formation einladet, müsstet ihr die Spuren beide sehen, ne? Wenn einer die gesucht hat. Gruppe. Gruppe, ja. Sag mal, der ist im Wasser. Die Spur ging ins Wasser? Ja, die geht direkt ins Wasser rein. Dann kommt die normalerweise auch nicht ins Wasser. Geht die auch irgendwo wieder raus normalerweise? Da schwimme ich jetzt nicht durch. Könnt doch mal kurz unter Wasser gucken, ob ihr den Wolf auf dem Boden seht. Oh, ich höre hier einen Karren rollen. Ja. Ich bringe ein bisschen ausgeschlagene Erde aus der Mine. Aber wir können auch gerne erstmal in den Karren die Erde reinmachen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit rauf und runter rennen. Fuck, warum ist das so hier? Und eigentlich laufe. Nächste Runde hole ich mir mein Pferd. Ja. Ja, manche sind halt etwas langsamer, ne?
Dann kostet das unnötig, Stamina so zu laufen. Da bin ich aber schon gut weit rausgeschwommen. Hauptsache die Ausdauer reicht auch wieder zurück. Silkine? Ja? Wie war das mit dem Trick nochmal? Konntest einmal Erde auf so einen Stein draufschmöten und wenn dann 3-4 Leute gleichzeitig diese Erde abgraben, geht der Stein mit weg? Genau, der erste nimmt die Erde und die nächsten nehmen den Stein weg. Problem gelöst für die Steinfläche, würde ich mal sagen. Versuch's erst gar nicht, Saladin. Oder mach die Streams aus. Sofern du wieder welche anhast. Ist nicht zu verstehen. Vielleicht solltest du mit deinem Mitbewohner mal Internetverbot für die Zeit verhandeln. Wenn das überhaupt irgendwas bringt. Oh, hat Silkine jetzt auch geleckt? Nee, ich glaube, Valentin hat noch gefragt, ob es besser ist, ist es aber nicht. Weiter. Das wird der zweite Wolf sein. Ich habe eben gerade auch eine ganz andere Spur wiedergefunden. Ich höre ihn schon. Ah, genau vor dir. Wo ist er jetzt? Anscheinend ist gerade Stress. Nee, der ist gerade nördlich vom See. Immer vorbeigeritten. Der Wolf versteckt sich immer. Wo genau ist der denn jetzt? Renn einfach Richtung Knurren, da kommt er schon. Steht doch direkt vor uns. Siehst du ihn? Achso, da ist er. Okay. Das ist kein Busch. Ja, das ist ein verhängnisvoller Fehler, ja. Nein, nein, der verhängnisvollste Fehler ist, oh guck mal, ein Schwein. Nein, es ist ein Bär. Hast du einmal getroffen und schon haut er ab? Eigentlich sollte der angreifen. Das war die Fackel, das war zu heiß. Oder hast du ihn so heftig getroffen? Du schlägst mit der Fackel auf den Wolf ein? Ja. Mutig. Ich habe Belagerungsschaden gemacht. Und dann rennt der weg. Ja, das machen die schon länger. Da schlägst du die ein, zweimal und dann laufen alle weg. Genauso wie der Bär. Auch. Echt? Normalerweise kenn ich das, dass du mit Schwert drauf klopfst und die rennen um ihr Leben. Nee, Fackel. Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, das sagt man uns jetzt, gell? Nach Tod, tausenden Toden. Ich höre nicht. Ein Treffer war jetzt sogar Kopf. Hoffentlich finde ich gleich mein Pferd wieder. Wenn ich packt schnell nochmal ein. Bleibe hier stehen. Einfach in der Tasche stecken. Rechtsklick aufs Pferd und verstecken. Passt ja auch so gut in eine Hosentasche. Tja, in dem Spiel schon. Ja. Rechtsklick und dann? Ach, verstecken. Verstecken. Okay. Und dann hast du das Pferd in der Tasche. Ja, da bin ich nur etwas überladen, aber gut. So, was ist hier immer? Kann man bitte verstehen? Nicht wirklich. Dein Thema konnte ich nicht verstehen. Hat jetzt gerade echt ins TS geschrieben, AFK? Ja. Er braucht nicht AFK gehen zum Schreien, wir verstehen ihn eh nicht. Ihr seid schon ein bisschen fies. Nur ein bisschen. Oh, diese Sau. Entschuldigung. Ja. Du doch nicht. Oha, ihr wirft schon wieder Schatten, es wird bald wieder düster. Das kann ich bestätigen. Der beißt nicht mal zu. Ihr wisst schon, Hasen sind die kleineren Wölfe. Ja, das wissen wir. Ja, da brauchen wir aber die Handgranaten von Antiochia, also von daher. Ach nee, das waren keine Nickel, Entschuldigung. Jetzt rennt er ins Dorf rein. An der Mühle. Jetzt den auf jeden Fall. Das blöde Fiede. Wir tun unser Bestes. Wird aber bestimmt nicht fahren. Der legt sich gerade hin. Ach, wie gut, dass ich gar nicht mehr im Dorf bin. Wir sind doch noch nicht im Dorf. Ach, tot dem Elch. Richtung Mühle seid ihr jetzt, oder was? Ja. Wir sind gerade in Richtung Schmiede, ist das, glaube ich. Was auch immer das mit dem riesenlangen Schornstein da ist. Am Dach. Dann treibt ihn Richtung Felder. Dann komme ich euch mit dem Bogen entgegen. Ich hab's gerade nur das Inventar voll. Wie viel Leben muss nochmal ein Hartholzstamm haben, damit da. Was? Wie viel Leben muss ein Hartholzstamm haben? Leben. Also Punkte für einen Balken. 100. Danke. Richtung Felder geht er nicht. Wo seid ihr denn jetzt? Bei der Schräge. Richtung Mühle hoch, oder was? Ja, genau, nur dass wir jetzt unten sind, da in dem Bereich, wo der Brunnen ist. Also da, auf wo der. Und jetzt rennt er da am Dorf vorbei, sehe ich gerade. Okay. Also an der Mauer, oder was? Ja. Ja, warte, ich laufe dahin. Ich bin nur nicht sehr schnell gerade. Ich auch nicht.
Oh, ich muss aber irgendwas essen, sehe ich gerade. Auch nur ein Hörchen noch. Oh oh, da hinten war irgendwo der Herr Salentin am Graben. Und der ist AFK. Nö. Sehr gut. Jetzt kommt der Spielverderber an und will sich den Wolf snacken. Bist du das auf dem Pferd gewesen? Nein. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich sehe jetzt die Mauer. Wo seid ihr? In der Mauer. Da, wo Salentin mit dem Pferd auch unterwegs ist. Er möchte wohl mitkämpfen. Nö. Nein, hat versucht, mich umzubringen. Hab ihn. Der Bogen ist echt scheiße, der streut wie Sau. Die Armbrust ist echt um Längen besser. Gut, ich habe auch nicht die richtigen Skills als Bogenschütze. Also ich habe ihm Schaden in Form von Belagerung gemacht, in Form von Stumpf. Also, du hast einen armen Wolf mit dem Knüppel zu Tode geprügelt. Mein Bestes, er lebt ja noch. Moment, hier hat noch einer geknurrt, oder? Valentin hat doch gerade gesagt, er hat einen tot. Hä? Nein. Nein, er hatte ihn hinten dranhängen. Wartet auf mich, meine Taschen sind voll. Ach, bist du genauso schnell wie ich? Warte mal, ich schieß mal auf ihn, vielleicht kann ich ihn anlocken. Er rennt dann eh wieder weg. Oh, das Ding streut wie eine Schrotflinte, das ist der Wahnsinn. Nein, mit einer Schrotflinte triffst du wenigstens noch was. Aber nicht auf Entfernung. Na, ich habe hier genug Pfeile gebaut. Komm, Pussycat, komm. Da schießt sich jetzt lieber nicht zwischen. Wenn man wenigstens aus dem Unterholz noch irgendwie was Effektives rauskriegen würde. Ein Walnussbaum lässt was fallen. Walnusssträucher. Aber die fällig in der Regel nicht. Wo ist der Bruder hin? Hier, immer weiter hoch. Der ist gleich eh wieder bei mir zu Hause. Einmal ums See gejagt und zurück. Wer braucht ihr für so einen Wolf? Der arme Wolf. Wir kommen nicht hinterher und der rennt die ganze Zeit weg. Ist auch mal ein Spaß, zu Fuß so ein Vieh zu jagen. Mit vollen Inventaren. Gut, der Pfeil war gar nicht schlecht. Nur zwei links. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Genau, komm, komm, folg mir, komm. Na pot pot pot. Wo ist das Fleisch? Ja, ich habe einen Hasen gefunden. Na los, komm hierher. Der steckt fest. Mach's gut, mach ihn fertig. Drei Headshots schon gegeben. Juhu. Salentin? Ja. Ist deine Time? Bin ich zu verstehen? Nicht wirklich. Nein. Dann mach. Ich hab kein Messer dabei. Ich aber. Das wär's jetzt. Fünf Leute stehen drum, keiner hat ein Messer. Nee, nur drei. Ich geb die Abmod ab. Jetzt versuch's, man versteht dich. Nicht so, lange. Wer möchte den Kram vom Wolf haben? Ich nicht.
ist die Säge klump, ich krieg die Krise. Geht jetzt nicht, oder was? Nein, wollte ich, ne? Warte, bleib mal stehen. Na gut, wenn keiner von den anderen beiden das machen möchte. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch gerne am nächsten Tag wieder rein. Also in unserem Fall wäre das, glaube ich, Donnerstag. Wenn ihr mitspielen wollt, in unseren Videobeschreibungen findet ihr natürlich das Passwort und die IP. Und ja, wir sagen einfach mal bis morgen. Tschö, tschö. Ja. Tschö.